Durchschnittlich 78% der gesamten Energiekosten werden durch das Heizen verursacht. Die meisten Haushalte nutzen Öl oder Gas. Doch in Zeiten hoher Rohölpreise und drohender Knappheit dieser Ressourcen ist es ratsam, sich auch über alternative Heiztechniken zu informieren. Ein Beispiel: die Wärmepumpenanlage. Sie versorgt ein Haus über Jahrzehnte zuverlässig und umweltschonend mit Wärme und heißem Wasser. Die Funktionsweise der Wärmepumpe ist im Prinzip identisch mit der eines altbekannten Alltagsgerätes, dem Kühlschrank. Während der Kühlschrank allerdings seinem Innenraum die Wärme entzieht und nach draußen abgibt, entzieht die Wärmepumpe dem Außenbereich die Wärme und gibt sie als Heizenergie an das Haus ab. Die Funktion läuft also genau umgekehrt ab. Die Anlage kann mit 25% zugeführter Energie 100% Heizleistung erreichen. Klingt unglaublich, doch die Praxis beweist, es ist möglich. Dies ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ventilatoren führen die Außenluft zu einem Verdampfer, der ihr die Wärme entzieht. Diese Wärme versorgt dann den Wasserspeicher im Kellerbereich. Zusätzlich wird das System noch von einer thermischen Solaranlage unterstützt. Im Sommer kann so der Wärmepumpenbetrieb fast vollständig ausgesetzt werden. In unserem Beispiel sank der Energieverbrauch von 30.000 auf 6.000 Kilowattstunden. Neben der Unabhängigkeit vom Rohstoff Erdgas ein weiteres starkes Argument für den Einsatz dieser modernen Heiztechnik. Außer der Luftwasserwärmepumpe gibt es noch weitere alternative Techniken, wie beispielsweise Erdsonden oder Erdkollektoren. Je nach den örtlichen Verhältnissen kann die passende Lösung ausgesucht werden. Bund, Länder und einige Energieversorger fördern die Anschaffung von Wärmepumpen mit speziellen Zuschüssen oder Tarifen. Weitere Informationen zur Wärmepumpentechnik finden Sie im Internet auf www.ok-lu.de unter der Rubrik Energiespartipps.